Auch gibt es noch hier diese Plastikclipper, die kann man dran machen, dass es nochmal ein starker Wind ist und im Endeffekt hier dieses Netz nicht ausreicht. Dann kann man hier mit dem Regencape arbeiten und entsprechend es drüber ziehen. An den Seiten kommt dann trotzdem Luft rein und die Zirkulation hier unten durch die Schlitze und auf der Rückseite hier am Rücken sind dann immer noch gegeben. Wenn man das dann nämlich hier sozusagen offen lässt und reinschaut, sieht man, dass da hinten noch ein Lufteinlass ist. Das ist auch ein neues Modell für 2019, sodass es im Endeffekt dann nicht zu stark schwitzt. Auch im Endeffekt lässt sich die Rückenpolsterung auf die Kopfgröße bzw. die Kindergröße anpassen. Je nachdem, wie groß oder kleines Kind ist, entsprechend einfach die Rückenpolster nach unten klappen.